Hallo liebe Freunde auf Facebook, YouTube, Twitter und Co. Hier ist wieder der Jörg von Bodemotion für euch. Heute mit einem klitzekleinen Quick-Tipp zum Thema Partyfotografie, Eventfotografie im privaten Bereich. Seid gespannt. Ihr werdet es alle kennen. Ja, also Freunde kommen zu Besuch, Familienfeste werden gefeiert, Geburtstage werden angegangen, Grillfeste und so weiter und so fort. Und all das mit den Liebsten aus dem engsten Kreis. So, jetzt kommt ihr daher als Fotointeressierter und wollt das Ganze natürlich festhalten. Das heißt für euch natürlich, ihr sucht das Equipment aus, ihr sucht die Kameraeinstellungen aus und ihr seid immer darauf bedacht, Situationen festzuhalten. Ja, also ihr stellt euch dann in die Gruppe, außerhalb der Gruppe und sucht immer wieder nach diesen Momenten, die man festhalten möchte. Jetzt habe ich aber etwas für mich entdeckt, was für mich außerordentlich wertvoll war. Und zwar nutze ich die Energiesichtweisen anderer und natürlich auch die Energie des Moments, um quasi die Arbeit für mich zu erledigen. Also die Momente festzuhalten, die auf solchen Zusammentreffen, auf solchen Events passieren. Wie mache ich das? Ziemlich einfach. Ich habe hier meine alte Kamera. Diese Kamera könnte man jetzt einfach auf Automatik stellen. Ja, da ist Akku drin, da ist Speicherkarte drin. Und, das ist ganz wichtig, ich habe nur ein Objektiv darauf. Kein sündhaft teures, in diesem Fall ein 35 mm Festbrennweite mit einer Blende von 2,0. Sodass man auch nichts anderes machen kann, außer durch den Sucher zu blicken und eben den Auslöser zu drücken. Jetzt könnte man vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man legt den Fokuspunkt fest und vielleicht automatische ISO oder sonst irgendetwas, das ist euch überlassen. Fakt ist, und das kommt richtig gut, Leute, probiert es mal aus. Ihr stellt in den Kameraeinstellungen ein, dass euer Bildprofil schwarz-weiß ist. Ihr fotografiert aber in RAW. So, nochmal. Bildstil. Schwarz-Weiß, Fotografie in RAW und JPEG. So, dann passiert nämlich Folgendes. Ihr habt eure Kamera eingestellt. Schwarz-Weiß hat immer einen ganz eigenen Charme. So, und dadurch, dass ihr RAW zusätzlich mit abspeichert, habt ihr die ganzen Bilder auch nochmal in Farbe. Und diese Kamera, so wie sie jetzt ist, mit allen Einschränkungen und oder Eigenschaften, wie man es nennen möchte, ich sehe es wirklich als Eigenschaft, weil es euch unheimlich viel an Denkarbeit abnimmt, die nehmt ihr mit und legt sie auf den Tisch. So, und jetzt passiert Folgendes. Zuerst bittet ihr vielleicht euren Nachbarn mal darum, aufzupassen, vielleicht ein Foto zu machen. Vielleicht gibt ihr sie auch mal einem Kind in die Hand, nach sorgfältiger Erklärung, oder eurer Freundin oder sonst wem. So, und dann habt ihr die Kamera einfach dabei, die liegt dann so da. Und immer wenn irgendetwas passiert, von dem ihr meint, hey, das ist ja cool, das wird lustig, ja, dann nehmt ihr euch die Kamera, zack, Foto. Die Einstellungen sind vorgewählt. Ihr sagt zum Beispiel, ich fotografiere im AV-Modus und mein Fokus, beziehungsweise mein Fokus-Messpunkt ist dann die Mitte. So, ihr wisst also, was kommt auf euch zu, welche Möglichkeiten und Optionen habt ihr, welche Brennweite wird genutzt und das Ganze wird auch noch schwarz-weiß, sieht also super charismatisch auf dem Display aus. So. Das Coole und warum ihr das ausprobieren solltet, ist, ihr macht mal etwas ganz anders. Ja? Wer fotografiert heute noch in Schwarz-Weiß? Meistens wird es hinterher gemacht, wenn es mal denn irgendwie angebracht ist, fotografiert sofort in Schwarz-Weiß. Zweitens, offene Blende. Ja, es wird nicht immer alles scharf, egal. Lauft durch das Event, nehmt die Kamera mit, gebt sie anderen in die Hand. Ihr könnt nur gewinnen, ihr könnt nur mehr Bilder haben, ihr könnt nur andere Blickwinkel haben und ihr könnt maximal Ausschuss haben. Ich meine, wofür haben wir denn Digitalfotografien? Zweitens, durch das Festlegen von Blende, Fokus, ISO, Belichtung, was auch immer, ja, habt ihr immer einen mehr oder weniger durchgehenden Bildstil, ja, der super interessant werden kann, weil oft passieren Dinge, die ihr so vielleicht gar nicht gemacht hättet, wenn ihr denn bewusst drüber nachgedacht hättet. Also, legt euch mal ein bisschen fest, nehmt eine Kamera, ja, mit auf die Party und drückt sie anderen in die Hand.
Es ist so toll, was dabei rauskommt. Die Leute stehen da drauf, sie werden sich vielleicht auch lieber fotografieren lassen, sie werden auch selber mehr fotografieren und ihr seid diejenigen, die diesen Stein ins Rollen gebracht habt. Und ihr seid diejenigen, die diese Bilder dann zum Schluss sehen und aussortieren könnt. Ja? Seid bereit, Fehler zu machen. Seid bereit, Bilder wegzuschmeißen. Seid bereit, auch mal etwas Verantwortung abzugeben. Ja? Also durch die Blickwinkel anderer. Es geht nicht darum, den nächsten Kunstwettbewerb zu gewinnen, sondern es geht darum, einen Moment, ein Event festzuhalten. Ihr werdet überrascht sein, was Kinder alles sehen, wenn man ihnen eine Kamera in die Hand gibt. Natürlich muss das keine teure Spiegelreflexkamera sein, um Gottes Willen. Es reicht auch eure alte Digi-Kompaktkamera. Stellt sie um auf Schwarz-Weiß und gibt sie irgendwem in die Hand. Ja, immer Fotos machen, Fotos machen, Fotos machen. Und dann sagt mal, alle Bilder werden Schwarz-Weiß. Oder sie werden Sepia. Probiert's aus. Das ist eine super Gelegenheit und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Zuspruch ich schon bekommen habe oder gerade deswegen, weil ich Bilder abliefern konnte, wo Menschen mir sagten, Mensch, da hast du mich aber gut getroffen und ach, guck mal, wie natürlich das Ganze aussieht. Normalerweise gucke ich immer doof auf Fotos. Klar tut man das, wenn man bewusst fotografiert wird. Dadurch, dass ich die Kamera aber einfach habe und dann eben sowas mache wie, hey, ne, ich lasse das Ding ja sowieso an, das ist schon umgestellt und ich mache dann, hey, das ist ja total cool, machen wir so, ja. Und dann vielleicht mal irgendwie einfach so aus der Hüfte was schießen, ja, oder einfach die Kamera mal so liegen lassen und dann zack, ja. Es ist super cool, was damit passiert und ihr werdet wirklich happy darüber sein, diese Bilder zu haben. Und notfalls, sollte euch Schwarz-Weiß tatsächlich nicht zusagen, oder Sepia oder was ihr euch gewählt habt, habt ihr immer noch in RAW fotografiert und somit zwei Bildstile auf einer Kamera. Gesehen wird allerdings nur der Schwarz-Weiß auf dem Display, das ist auch ganz gut so. Wie ist eure Erfahrung dazu? Probiert es aus. Nehmt eure Kamera, stellt sie auf den Tisch, das ist der wichtige Punkt. Stellt sie auf den Tisch. Die Leute müssen die Kamera sehen, ihr müsst die Kamera haben, nicht erst wieder wegpacken in die Tasche. Wie ist eure Erfahrung damit, auf Partys zu fotografieren, Leute zu animieren, Fotos mitzunehmen? Ich bin super gespannt darauf. Mir hat es richtig viel geholfen, nicht nur im privaten Bereich viele tolle Ergebnisse zu erzielen, sondern eben auch bei Aufträgen, bei Events, unheimlich viele Blickwinkel einzufangen und so weiter und so weiter. Ja, diese Vielfalt ist richtig, richtig groß. Okay, das war mein Quick-Tipp zum Thema Event, Party, Familienfotografie im kleineren Kreis und vielleicht auch im größeren. Ja, lasst mir einen Kommentar da, teilt das Video, ich freue mich auf euch, euer Jörg.